Willkommen zurück zum nächsten Teil zu Confrontation. Und wir sind hier mit Lothair am Start, Nemrod, Khan und Nekis. Mit unserer dritten Gruppe, die ersten zwei Gruppen, haben wir durchgeführt, jeweils durch zwei Elite-Mekasiates. Gut. Und. Oh, jetzt geht's hier schon rein, oder was? Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt haben wir hier natürlich auch unsere dritte Gruppe am Start, ob wir auch hier gegen so mächtige Gegner antreten müssen. Also das ist schon echt heftig. Da muss man wirklich jeden Schritt planen. Ich bin bereit. Aber hier sieht das schon mal ein bisschen anders da aus, wie bei den anderen beiden Gruppen. Hier haben wir Bandagen. Die Inquisition rückt vor. Jetzt gucke ich erstmal auf der Karte. Okay, wir sind hier rein. Und sind hier rein. Und jetzt sind wir hier unterwegs. Aber das sieht mir so aus, als müssten auch wir uns solchen Gegnern stellen. Wir haben nochmal drei Bandagen gewonnen. Die nehmen wir natürlich mit. Aber hier kommen wir auch nicht großartig weiter. Das heißt, wir werden aller Voraussicht nach auch hier jetzt antreten müssen. So sieht's aus. Ich muss direkt auf Pause gehen. Oh, da rennt was weg hier. Boah, was ist das denn jetzt? Riesenspacko, sieht saugefährlich aus. Jetzt stellt er den hin, ne? Ja klar, und das ist jetzt der Obermotz. Alter, jetzt gucke ich mir den erstmal an. 4000 Leben. Ja gut, das haben die anderen auch gehabt. Was ist das für eine? Hykor Nassen. 1500 Leben. Das ist natürlich auch ein Dreck. Was hat der gemacht? Beherrschungsimmunität. Okay, zwei Gegner. Was haben wir hier zur Verfügung? Meine Fresse, ey. Wen baller ich jetzt da als erstes am besten um? Ich könnte hingehen und dem Stolperschuss verpassen und könnte mit den anderen drei auf den Spacko hier gehen. So, den, der kostet mich 90 Mana, der kostet mich 25. Da sind wir bei 115, da gibt es dann erstmal die Verbrennung. Und der passt auch noch. So, der kriegt das volle Programm erstmal jetzt hier. Lothair geht hier drauf. Mit dem springen wir den an. Kann Ziel nicht erreichen. Interessant. Okay, dann haben wir hier eine Möglichkeit. Ne. Dann ziehen wir Nemrod erstmal mit. Er kann natürlich sein, dass ich den erst legen muss und dann erst an den drankomme. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es versuchen müssen. Gut, wir machen mit Lothair noch eine Unterstützung auf Khan. Und Nemrod geht auf den dann erstmal. Okay, fangen wir an. So, der liegt. Jetzt, was können wir hier machen? Kommen die da rein? Ne, natürlich nicht. Okay, das hat sich somit gerade alles erledigt. Mit der Scheiße. Ne, Kess, komm. Da müssen wir jetzt hier alles draufhauen. Weil das hat jetzt ja alles nicht funktioniert. Lothair. Auf nach vorne. Jetzt haben wir da natürlich Zeit verloren. 50 Ausdauer. Und das kostet mich 50. Machen wir erstmal den rein. Okay, dann den da drauf. So, auf geht's. Ey. Irgendwas macht er da, der Spacko, ey. Schaden. Umwerfen. Magische Rüstung. Okay, das haben wir alles runtergefahren. Das ist ja alles das, was wir auch machen wollten.
Mit Lothair. Was können wir da noch tun? Der macht gerade seinen Zauber, dann juchtet er den hinterher. Und hier, die ist auch dran. 125 Mana Schaden, zerstört Mana und glaubendes Ziel und blockiert seine Regeneration. Das könnte man eigentlich auf den probieren, ne? So. Alter, der hält den die ganze Zeit hoch, ey. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Wie soll ich das denn hinkriegen? Hier ist ein Schalter. Fuck, ey. Das habe ich ja überhaupt nicht gerafft jetzt. Scheiße, scheiße, scheiße. 300 Gesundheit heilen. Ja, auf wen? Auf sich selbst kann er es nicht anwenden. Alles klar, ey. Nikis. Ich glaube, Nikis hier mal ein Stück näher ran. Der rennt jetzt los hier, Khan. Ich krieg da die Provokation nicht drüber. Kann man den noch irgendwie... Kahn. Stolperschuss brauche ich da gleich. Okay, da ist was passiert jetzt. Jetzt hoffe ich, dass gleich nur der Stolperschuss. Jetzt haben wir den Stolperschuss. Komm, baller das Ding los. So, jetzt liegt er mal wieder. Aber was haben wir damit jetzt abgeschaltet? Das ist gerade die Frage. Boah, der hält den permanent hoch. Kann ich auf den schießen? Ich kann da nicht auf den schießen, ey. Was kann ich da tun? Gar nichts tun. Ey, der hat... Ich kann die Dinger nicht anvisieren. Kann ich da irgendwie hinten dran laufen? Nee. Wie komme ich an den dran, ey? Hier haben wir einen Schalter, aber dieser Schalter ist für irgendwas. Für was ist dieser Schalter? Ja, ich kann da irgendwie auch gerade gar nichts mehr machen. Was ist das bitte? Wie funktioniert das? Ich habe keinen blassen Dunst. Passiert gar nichts. Doch, jetzt kann ich da schießen plötzlich. Jetzt hat er wieder... Jetzt habe ich das raus. Jetzt habe ich es raus. Damit muss ich das abschalten. Alter. Okay, jetzt heben wir hier erstmal auf. Und mit Khan... Schalten wir das Ding jetzt wieder. Gut. Schuss erstmal hier runter auf den. So, jetzt rennen wir hier wieder hoch. Der hat ja jetzt ja das E wieder oben. Mit Nikis, was können wir mit Nikis noch machen, bevor der ins Gras beißt? Nemrod. Kann versuchen, noch mal ein bisschen zu heilen. Khan geht hier hoch. Okay, der liegt, jawohl, ey, der liegt, der liegt, der liegt. So. Dann kann ich mit Khan jetzt den Stolperschuss machen. Komm, so, der liegt. Nemrod ist am nahesten dran. Für Nikis aufzuheben. Und hier rennen wir jetzt vor.
machen wir jetzt auf jeden Fall den und den. Komm, Nemrod, heb den auf. Kahn. Drauf hier jetzt. So, dass es da jetzt vorwärts geht. Müssen wir doch jetzt down kriegen hier. Verdammt. So, Nikis steht auch wieder. Das ist schon mal gut. Ja, nicht ganz jetzt steht's. Volle Mana-Punkte, die setzen wir alle komplett ein jetzt. Egal. So, jetzt machen wir hier noch einen Angriff drauf. Zack, dass der richtig Schaden kriegt. Gut, das gab jetzt Todeskampf, aber egal. Wir haben hier noch 9 Sekunden, das könnten wir vielleicht sogar nochmal hinbekommen, dass wir da den nochmal hier hin. Schuss, vielleicht kriegen wir es ja so schon hin. Das kriegen wir so schon hin. Jawohl. Okay, passt Leute, das haben wir gekriegt. Jetzt habe ich es verstanden, wie das alles ging. Was für ein Fight, ey. Aber genial gemacht. Muss tausende dieser Tanks enthalten. Die Zucht eines reinen Genstamms ist äußerst schwierig, doch sie ermöglicht den Alchemisten der Siha Kreaturen zu erschaffen, die deutlich aggressiver und viel empfänglicher für die Mutagene der Skorpione sind. Jeder Tank steht für die Krönung von jahrzehntelangen Experimenten, die den Körper und den Verstand dieser Skorpionkreaturen erschufen. Die ersten. Okay. Jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Wir nähern uns alle zur Mitte. Ihr seht's. Die, die es nicht gesehen haben. Also hier. Hier stehen wir, hier stehen wir. Und hier kommen wir jetzt rum. Ich bin jetzt gespannt, was uns in der Mitte erwarten wird. Ich mache auf jeden Fall erstmal ein Save. Ja. Ein Quick Save. Und da bin ich jetzt gespannt. Im Namen Merins. Oder auch nicht. Jetzt hängen die hier fest in der Siffe hier. Ein Speicherpunkt haben wir hier. Und da haben wir eine Ausblendung. Alle Helden sind zusammen. Die Aquilanier verstummen. Tief in ihrem Innersten ruft jeder von ihnen das göttliche Feuer von Merin, damit er die Gefährten durch die Finsternis leite, um über die Ketzerei zu triumphieren. Zazia Zamaris war in der Lage, ein besonderes Muster aus ihrer Genbibliothek zu aktivieren. Zwar wird dieser erste Mekasiatis in seiner Raserei nicht lange überleben, doch es wird reichen, um die Aquilania auszulöschen. EPs haben wir bekommen. Und was haben wir jetzt für eine Gruppe? Jetzt haben wir wieder eine ganz andere Gruppe. Jetzt haben wir Celia, wir haben Lothair dabei und Lanvis. Lanvis, zum Glück. Da bin ich eigentlich froh, dass der mit dabei ist. Wegen dem Heilungszauber auch. Und jetzt geht's in eine Richtung nur noch. Gut. Ich speichere hier nochmal ab. Warum kann ich die nicht alle markieren? Doch, jetzt geht's doch. Aber sie werden nicht alle als markiert angezeigt. Hör das Licht! Und jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. WTF, was ist das jetzt? Der hat einen krassen Helm auf. Jetzt bin ich gespannt, ey. Leute, es ist soweit. 10.000! Ach ja, das ist doch machbar, oder? Er hat 10.000 Leben. Ist ja genial. Ach du Scheiße, ey. Da leckt's mich fett, ey. Erstmal Unterstützungszauber. Der haut sich erstmal hier unsere Schilde rein. Danach Sprungangriff. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder ob der dann schon da ist. Wir werden es sehen. Mit Celia gucke ich mal, ob ich das Verstummen auf den kriege. Oder ob der immun ist. Das müssen wir uns anschauen. Okay. Die sind soweit dran. Dann rücken wir jetzt hier ein Stück vor.
Okay, er ist schon mal verstummt. Das ist doch schon mal etwas. Da können wir dann gleich mal draufballern. Mit Lothair auch rangehen. So, auf geht's, Junge. Ja gut. Wir haben schon Runde auf 7200, aber der bringt jetzt gerade irgendwie, bringt er irgendwas Fettes bringt er. Egal. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir hier. 350 Gesundheit heilen, entfernt Schwächungseffekte des Ziels. Haben wir da irgendwas? Nee, war eigentlich unnötig, dass ich das geklickt habe. Celia. Celia macht ihren Meteoritenschauer. Okay. Egal. Alter! Was war das denn? Heilung aus. Heilung aus. Leck mich am Arsch. Kann ich da noch was raus? Celia muss da aufpassen. Die hat noch 10 Sekunden. Ich muss sparen. Ich hoffe, ich krieg dann den Verstummen rein. Ziel des Immun. Ich versuche erstmal mit Lothair etwas wegzukommen. Den und den. Scheiße, der ist umgefallen, ey. 3. 2. 1. Okay. Ziel des Immun. Ich krieg ein Hörnchen, ey. Wie viel sind wir denn bei 6000? Der ist immun, ey. Scheiße. Jetzt können wir da gar nichts machen, ey. Dreckscheiße. Ja, der haut natürlich jetzt hier. Der haut uns richtig gerade auf die Fresse, Leute. Das kriege ich nicht hin, ey. Das ist ja hart, ey. Da liegt der Nächste. Und ich krieg keine Provokation auf den. Wir sind mal ein Stück weglaufen. Was war das oder was? Was ist denn jetzt? Ein Rückzug ist unvermeidlich, aber der Kampf ist noch nicht verloren. Die Greifen sind noch schlagkräftig genug, um den ersten Mikasiades erneut anzugreifen. What? Okay, wir gucken es uns trotzdem weiter an. Regeneriert er irgendwas? Ja, der macht Ausdauerpunkte. Stopp mal, jetzt habe ich doch hier... Ich habe 2 neue Gefährten mit dabei, wahrscheinlich weil die ersten 2 gefallen sind. Krass, ey. Okay. Was können wir hier alles anstellen? Furcht. Okay, machen wir erstmal die Furcht auf den. Dann machen wir unsere Schilde. Sprungangriff mit Nekis. Unseren ganzen Feuerschaden drauf. Beziehungsweise den magischen Rüstungsverringerer. Plus den. Die magischen Punkte gibt es her. Also das müssten wir auf jeden Fall hinkriegen. Ziel ja. Versucht zu stunnen. Und unser Meteoren schon. Los geht's. Komm, springen, so. Ich hoffe, das geht jetzt alles durch. Er steht. So, jetzt kommt hier einiges eigentlich auf ihn runtergeprasselt. Aber da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder. Ziel ist immun. Okay, das hat sich dann gerade wieder erledigt. Minus 20 Rüstung. Minus 20 Durchdringung. Angriff. Celia.
Celia, was kann Celia? Ja, gut, ist immun. Ich kann da im Moment mit Celia gar nichts großartig machen. So, wir haben wieder ein paar tausend Punkte weggenommen. Jetzt sind wir natürlich gleich wieder im Arsch. Wir haben nichts großartig, einen Heilungszauber dabei. 10 Sekunden noch für den nächsten Verstummungszauber. Oh Mann, ey. Was haben wir hier? Minus 25 Rüstung, aber okay. Hier haben wir noch 8 Sekunden. Zieht es immun. Hier ist immer noch immun. Ich glaube, Darius wird fallen. Darius fällt. Melian fällt. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben. Mein beschissener Spielsound ist weg. Okay, ein Rückzug ist unvermeidlich. Wir haben die nächste Gruppe am Start. Ich mache hier einen Cut. Damit wir zum Endkampf jetzt auch wirklich wieder einen Sound haben, muss ich wahrscheinlich das Spiel neu starten. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen gefallen. Schaut wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann sage ich natürlich wie immer, bye bye, euer Wolfgang.